Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory, heute aber in einem etwas anderen Design. Es ist für mich eine Premiere, es ist ein Sprint to Glory Showdown und der Erfinder, derjenige, der die Karriere eigentlich mit der Serie mehr oder weniger revolutioniert hat, ist bei mir als Gast dabei. Es ist Dennis vom Kanal Dennis Gaming TV. Servus YouTube auch von mir, herzlich willkommen also zu diesem Sprint to Glory Showdown. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe den lieben Chris hier eingeladen. Auf meinem Kanal haben wir ebenfalls ein Video aufgenommen, könnt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne abchecken und ich freue mich hier auf das Duell. Und du kannst ja auch mal, glaube ich, jetzt als nächstes den Verein verraten. Genau, wir starten rein mit Manchester United. Dennis hat schon gesagt, auf seinem Kanal mit Manchester City, also das Manchester Derby. Es wird, glaube ich, unfassbar spannend, gerade auch, weil es bei United sehr viel zu ändern gibt. Ich freue mich da mega drauf. Und für alle die, die Sprint to Glory Showdown jetzt noch nie gehört haben und für die das was Neues ist, würde ich sagen, übergebe ich nochmal an dich und du darfst gerne mal das Regelwerk so grob erklären. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir werden jetzt hier zwei Karrieren oder Sprint to Glories, wie man das Ganze auch immer jetzt nennen möchte, parallel starten, eben mit dem gleichen Verein. Also auf meinem Kanal gab es das Ganze mit Manchester City, auf dem Kanal von Chris eben mit Manchester United. Hauptsächlich liegt das Augenmerk auf den Transferphasen. Da haben wir jeweils Zeitlimits von in der Sommertransferphase 20 Minuten und im Winter 10 Minuten. Und nach den Transferphasen geht es dann an Snipen. Kennt man ja, glaube ich, auch aus den Squad-Builder-Battles der Spieler. Da haben wir jeweils im Sommer 3 Picks und im Winter eben so viele Picks, wie wir letztendlich Spieler holen. Es wird ausschließlich im Kalender simuliert. Also wie gesagt, Hauptaugenmerk sind die Transferphasen, wie man das Ganze eben auch aus dem normalen Sprint-to-Glory-Format kennt. Und am Ende dieser Saison, das Ganze geht nämlich auch nur eine ganze Saison, werden Punkte ausgerechnet. Ihr seht ja die Punkte daneben eingeblendet, unter anderem die Liga, die Pokale, die wir haben, also zwei Stück national in England, dazu die Champions League. Und jeweils, wenn wir da eine Runde weiterkommen sollten, gibt es einen Punkt. In der Champions League zwei Punkte, für den Trainer des Monats einen Punkt, für den Trainer des Jahres drei Punkte. Und die Platzierung ist eben die Anzahl der Liga-Tabelle, nicht Liga-Tabelle, sondern der Teilnehmer in der Tabelle, also 20 Vereine in der Premier League, minus die Positionen, die man letztendlich hat. Also das heißt, in der Premier League, wenn man Erster werden sollte, hat man 20 minus 1, also 19 Punkte. Und letztendlich gewinnt dann der, der die meisten Punkte hat, und der Verlierer kriegt eine Bestrafung, was dann meist eine Verlosung von einer Guthabenkarte ist. Genau, also Dennis hat alles erklärt, ja, für euch vielleicht jetzt etwas kompliziert, ziemlich viel, aber ganz ehrlich, Jungs, das wird sich spätestens dann in der Aufnahme auf jeden Fall alles selbsterklärend widerspiegeln, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich würde sagen, dass wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Ja, der Timer bei dir schon gestellt? Nee, noch nicht ganz. Und was ich noch erwähnen wollte, in den Transferphasen selber werden wir die Sichten immer so ein bisschen switchen. Das heißt, ihr werdet ab und zu eben die Sicht von Chris sehen und ab und zu dann eben auch meine Sicht, dass ihr dann natürlich von beiden Leuten mitbekommt, was die eben in der Transferphase so anstellen. Genau, also so eine Art Konferenzschaltung, wie man es aus der Bundesliga kennt. Ja, dann wird genau, ab und zu mal zu Dennis rüber geswitcht. Karrieremodus und Sprint to Glory. Genau. Gut, Timer ist gestellt, 20 Minuten Zeit, allererste Transferphase. Ich bin gespannt, es ist unfassbar viel zu tun hier. Aber ich habe auf jeden Fall auch Bock und ich glaube, du auch, oder? Ja, definitiv. Ja, also wir haben gerade schon mal zuvor drüber gequatscht. Es wird einiges zu ändern sein hier im Kader. Und deshalb auch umso spannender, was die Picks dann später angeht. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Wenn du bereit bist, können wir reinstarten. Ja, auf los, geht's los. Los. Alles klar, los. 20 Minuten, Jungs. Hier, gestellt. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Und jetzt beginnt der ganze Druck erst. Wichtig ist, ich will erstmal die Formation ändern. 4-3-3, nicht mit einem Offensiven im Zentrum, sondern eher mit einem Defensiven, um da vielleicht mehr Sicherheit zu haben. Ich werde hier einiges auf jeden Fall ändern. Rashford, linker Flügel, Lukaku, das ist mal gar nicht so schlecht, aber gerade auch im Zentrum. Neben Pogba will ich zwei andere Spieler. Ich werde sehr viele Spieler verkaufen. Ich werde allgemein sehr viele Transfers tätigen und die werde ich euch gleich alle vorstellen. Im Hintergrund die Mannschaft, ja, gerade die Defensive. Das sollte eigentlich einiges passieren. 20 Minuten Zeit also und die beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. Wir haben also 20 Minuten Zeit für die Transfers, 303 Millionen Euro Transferbudget und als allererstes würde ich mal sagen, kümmern wir uns mal um diesen Kader hier, der definitiv einiges an Verstärkung benötigt. Als allererstes sortieren wir natürlich erstmal unseren eigenen Kader aus, weil wir haben ja wirklich viele Spieler, die einfach zu alt sind, von der Bewertung zu schlecht, die viel zu viel Geld dafür verdienen, für die Leistungen, die sie bringen und deswegen, so sieht die Transferliste aus. Unfassbar viele Namen und ich hoffe, dass die auch noch einiges an Geld einbringen werden. So, da haben wir Transfer Nummer 1, 2 und 3. Wir holen unter anderem Diego Godin und Felipe Luis von Atletico Madrid. Es ist ja nur eine Saison, die wir machen. Das heißt, ich denke mal, beide werden jetzt nicht unbedingt viel an Bewertung verlieren, auch wenn sie 32 Jahre alt sind. Und Adrian Rabiot kommt ebenfalls. Allesamt natürlich mit dem Gedanken, Vertrag läuft aus, wir zahlen relativ wenig Geld. Allesamt
glaube ich, sogar unter Marktwert geholt. Ja gut, bei Godin haben wir ein bisschen drauf bezahlt, aber gut, für 90er Rating kann man das auch mal machen. Es wird hier einiges passieren, das ist klar. Ja, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, die ersten zwei zu kommentieren, weil ich erst ein bisschen Zeit gut machen will. Alles delegiert, alles abgeschlossen. Marquinhos kommt von PSG 58,3. Bruno Fernandes kommt für 64,1, also aus Portugal von Sporting Lissabon. Und damit sind zwei Transfers schon mal fix. Ich habe zwei andere bereits abgelehnt, denn ich habe noch vor, hier ein paar zu holen. Mehr oder weniger unkonventioneller Transfer, über 50 Millionen Liga-intern vom FC Chelsea. Und damit haben wir den neuen Rechtsverteidiger. Den Transfer habe ich eigentlich nur getätigt, um Dennis so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken, weil Kimmich, natürlich auch noch ein Carvajal und wie sie nicht hinten rechts alle heißen, ich denke, Azpilicueta rechnet er nicht unbedingt damit. Das gleiche gilt bei Dele Alli, wieder Liga-intern von den Tottenham Hotspurs, nächster Neuzugang fürs zentrale Mittelfeld. Da haben wir jetzt also Bruno Fernandes, Paul Pogba und Dele Alli. Verkauft haben wir leider noch niemand. Das muss jetzt auch noch kommen, denn Alli, 92,8 Millionen, ist nicht gerade ein Schnäppchen. Auch die nächsten beiden Transfers gehen in eine relativ ähnliche Richtung, denn für die Rechtsverteidigung kommt es Cesar Azpilicueta von dem direkten Liga-Konkurrenten von Chelsea für die rechte Verteidigung. 50 Millionen Euro haben wir etwa bezahlt, weil es halt auch nicht so viele gute Rechtsverteidiger gibt wie Sand an dem Meer in Guantanamera. Grüße an Kollege an der Stelle. Und für den rechten Flügel gibt Angel Di Maria sein Comeback bei Manchester United. Auch hier Kostenpunkt etwa 54 Millionen Euro. Aber wenn man sich ein Talent holt, was eine 84 hat, dann zahlt man da definitiv mehr als 54 Millionen. Und deswegen bin ich definitiv zufrieden, so einen Spieler mit einer 85 für den Preis zu bekommen. Bei Man United ist Tag der offenen Türe und deswegen verkaufen wir Matic, Damian, Pereira, Smalling, Romero, Young, Jones, Lingard, Valencia, Rojo und Bailly. Allesamt verkauft und damit haben wir 253 Millionen Euro und jetzt geht's in den letzten Sprint. Knappe 6 Minuten haben wir noch Zeit, um diese Mannschaft jetzt nochmal ein bisschen besser zu machen. Mittlerweile hat es dann auch endlich geklappt, ein paar Spieler zu verkaufen. Lindelöf zu Bayern 34,6, Matic 28,7 zu Inter, Lingard knapp 30 zu Real Madrid, Mata hier 19,7 zu Barca und Herrera 23,7 Liga-intern zu West Ham. Das sind die einzigen Abgänge, 5 Stück. Manchmal musste ich die Verhandlung außen vor lassen, aber wir haben wieder Geld. 153 Millionen und wir haben mal mindestens noch zwei Baustellen, der Linksverteidiger und der Innenverteidiger. Und das sollen jetzt noch zwei Neuzugänge her. 45 Millionen, Linksverteidigerposition ausgewässert, Marcelo kommt. Ich hoffe nicht, dass Dennis da drauf kommt, denn auch da hätte es durchaus andere Spieler gegeben. Alex Telles, ja, als Beispiel mal nur Lucas Hernandez. Ich gehe jetzt aber hier mit dem Erfahrenen. 30 Jahre, 86er Rating, 45 Millionen. Transferphase komplettiert. Niklas Süle kommt als Innenverteidiger für 50 Millionen vom FC Bayern München und damit ist jetzt alles vollständig. Ich habe nicht mal wirklich viel Zeit, aber den Transfer muss ich definitiv vorstellen. Luka Modric kommt von Real Madrid, 91er Bewertung. Wir haben einfach mal unfassbar viel Geld in die Hand genommen, aber für so einen Spieler, ich glaube, das passt schon irgendwie. Und für die Innenverteidigung kommt noch ein bisschen mehr Erfahrung rein, nämlich Thiago Silva wird der Innenverteidigerpartner von Diego Godin. Transferphase ist doch noch nicht ganz rum. Marko Arnautovic, wir brauchen noch einen Ersatzstürmer, denn da habe ich leider zu viele verkauft. Und deshalb hoffe ich, dass West Ham mitspielt, dass gleichzeitig noch ein bisschen Geld auf dem Konto bleibt, denn es kann ja durchaus passieren, dass wir den Spieler abstoßen müssen. Und das kostet natürlich hier in der Qualität sehr viel. Und Marko Arnautovic genauso. Und es wird mir wahrscheinlich nicht reichen, denn die Zeit läuft mir tatsächlich davon. Ich habe jetzt noch knapp 2 Minuten, 1 Minute 40, 30 Millionen, das nehmen sie an. Ich glaube, auch das werde ich annehmen, in der Hoffnung, dass Dennis halt eben kein Spieler von mir snipet. Und damit sollte dem Transfer nichts mehr im Wege stehen hier. Wir geben ihm natürlich ein bisschen Gehalt, der hatte auch höhere Ansprüche als zuvor bei West Ham. Dann haben wir noch 8 Millionen. Ja, der Transfer passiert nicht, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es besser, denn trifft Dennis bei uns einen Spieler, müssen wir das Geld auch auf dem Konto haben, um denjenigen dann natürlich auch mit der Vertragsauflösung quasi wieder entfernen zu können. Heißt also, das Geld wird gespart bis zur Wintertransferphase und spätestens da, wenn wir noch was auf dem Konto haben, wird dann eingekauft. Wir haben ein sehr offensives Mittelfeld, ja, das könnte uns zum Verhängnis werden, ich hoffe natürlich nicht, aber ansonsten haben wir das Team, das jetzt perfekt aufgestellt ist, in Bestbesetzung. Es war ein heftiger Umbruch, es ist einiges passiert und ich bin echt mal gespannt, was Dennis jetzt für Transfers getätigt hat. Es sind jetzt noch knapp 1,5 Minuten auf der Uhr, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich muss mich jetzt hier nicht hetzen. Wir haben die Mannschaft schon unfassbar nach vorne gebracht. Dafür, wenn man mal vergleicht, wie die am Anfang aussah. Also klar, es sind halt ältere Spieler, aber wir haben die Mannschaft definitiv nach vorne gebracht. Und ich glaube, das ist eine gute Devise, eine gute Taktik, die wir hier angegangen sind mit so einem Modric. Auf der Bank haben wir noch einige Namen, so ein Sanchez unter anderem auch noch. Also ich glaube, das könnte die Devise zum Sieg werden, aber könnte natürlich auch vollkommen in die Hose gehen. Ist halt immer so ein Glücksspiel, was die Kalendersimulation angeht. Ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Transferphase. So sieht die Mannschaft derzeit letztendlich erstmal aus und ja, die wird jetzt erstmal die Hinrunde spielen. Wir haben noch, glaube ich, 80 Millionen Euro auf der Bank. Also da kann man bestimmt noch was im Winter anfangen mit den Transfers. Und ansonsten, ja, würde ich mal sagen, geht's jetzt ran ans Snipen. Und ich bin gespannt, was der Chris so im Sommer hier an Transfers gemacht hat und so. Genau. So Jungs, Transferphase zu Ende und wir treffen uns wieder, wir sind wieder da, auch Dennis ist wieder da und jetzt kommt es natürlich zum vielleicht weniger schönen Teil. Ich hoffe natürlich, er bleibt schön, ja, was bedeutet, kein Spieler wird von mir abgestoßen. Und ich würde sagen, ich beginne direkt bei dir, wenn du damit einverstanden bist. Yes.
Okay, drei Player-Picks. Es musste ja einiges getan werden. Ja? Richtig. Und ich dachte mir so, Verteidigung ist ja bei United, es ist ja kein Geheimnis, denke ich auf jeden Fall sehr anfällig, beziehungsweise hat deutlich Potenzial nach oben in Bezug auf, dass man da definitiv nachhelfen könnte. Mhm. Und das Ganze vielleicht mit einem neuen Linksverteidiger. Ja. Aber ich habe mir gedacht, man könnte auch mit Shaw gehen, der hat ja auch noch ein bisschen Potenzial. Aber ich dachte, nee, komm, du gehst ja eventuell mit Alaba, bedienst dich beim FC Bayern München. Okay. Gleichzeitig dachte ich, Innenverteidigung, ja, vielleicht so das Mittelding, dachte ich. Etwas Erfahrung, etwas Qualität. Nee, gar keine Erfahrung oder mehr oder weniger Erfahrung. 19 Jahre jung, aber schon ein starkes Rating. Matthijs de Ligt von Ajax. Mhm. Und ich dachte, da Pogba da als Franzose im Zentrum ganz alleine ist, könnte da ja ein weiterer Franzose dazustoßen, und zwar von dem Liga-Konkurrenten von Chelsea. Und deshalb dachte ich, kommt da vielleicht noch ein N'Golo Kanté. Ich muss dich leider Gottes enttäuschen. Keiner der drei ist richtig und keiner der drei ist auch nur annähernd in die Richtung gegangen, was ich letztendlich gemacht habe. Denn ich habe komplett eskaliert und bin mal wieder die Schiene ältere Spieler holen. Für eine Saison habe ich dann mal gemacht und einiges geholt. Unter anderem, also ich habe wirklich so viel gemacht. Also ja, vor allem in der Startelf. Ich glaube, ja, hier in der Bank habe ich nicht wirklich viel. Aber in der Startelf habe ich unter anderem Di Maria wieder zurückgeholt. Oh, fürs Mittelfeld Rabiot, also ja, ein Franzose ist dazugekommen, aber nicht unbedingt Kanté. Daneben ist so ein 91er Modric. In der linken Verteidigung haben wir Philippe Luis, 84. Ja. Innenverteidigung besteht aus Thiago Silva und Diego Godin, also doch ein bisschen mehr Erfahrung. Und ja, zu guter Letzt, der Rechtsverteidiger ist Azpilicueta, also auch einer von Chelsea. Mhm. Ja, Godin, der klassische Godin bei dir. Ich hab's mir überlegt, nimmt man Godin? Ich habe natürlich auch vor der Aufnahme recherchiert und da gab's auch eine Aufnahme, da war Godin und der ist mir im Kopf hängen geblieben. Ich dachte so, nee, der geht jetzt schon wieder mit Godin. Ja, tja, alles klar. Kann okay, man mal sehr routinierte davon. Mannschaft. Ja. Auf jeden Fall, sehr routiniert, ordentliches Alter, vielleicht kriegen wir was hin. Gut, dann kommen wir mal zu meinen Picks. Mhm. Ich bin eher auf die Verteidigung gegangen und dachte mir, für die Rechtsverteidigung, Kimmich wäre vielleicht ein bisschen zu offensichtlich, deswegen dachte ich, du gehst nach Spanien, vielleicht zu Real Madrid und holst dir Carvajal. Ich meine, gute Bewertung, wird wahrscheinlich auch nicht so viel Geld kosten. Für die linke Verteidigung, einer, der definitiv ein Upgrade ist, auch sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, der vom Potenzial der stärkste Linksverteidiger mit Lucas Hernandez, neuer, teuerster Verteidigertransfer in echt. Und für die Innenverteidigung war es, glaube ich, hatte ich jetzt noch was rausgesucht. Genau, da dachte ich nämlich auch, dass du mal so einen Move wie ich machen wirst und einfach mal dir so einen wie Thiago Silva holen wirst. Okay, ja, ich muss dich tatsächlich auch enttäuschen. Kein einziger Pick. Schade. Ich habe sehr viel eingekauft, ja. Und es ging gefühlt auch wie bei dir komplett in die andere Richtung. Also ich habe jeweils auf den Positionen, wo du dann jetzt angenommen Linksverteidigerpotenzial, bin ich tatsächlich mit Erfahrung gegangen. Okay. Und zwar war ich in Spanien, also nicht bei Atletico Madrid, sondern bei Real Madrid und habe Marcelo geholt, 86er Rating. Dann habe ich in der Innenverteidigung doppelt eingekauft, Niklas Süle und Marquinhos, also mit PSG, Thiago Silva war es gar nicht so verkehrt. Brasilianer ja. Auch, ne? Mhm, ja, es, also in dem Squad-Builder-Battle wäre es jetzt extrem knapp. Hier hätte es halt durchaus auch jemand anders sein können, sage ich mal. Mhm. Tatsächlich bin ich die gleiche Schiene wie du gefahren hinten rechts. Ich bin mit Azpilicueta gegangen, weil ich dachte, der ist am wenigsten auffällig. Ja. Und deshalb habe ich den geholt. Im Zentrum neben Pogba zwei zentrale offensive Mittelfeldspieler, die aber beide auf der 8 spielen. Dele Alli von Tottenham und Fernandes kam. Wir haben es vor der Aufnahme noch drüber gehabt, dass es womöglich ja in der Realität passieren könnte. Okay. Und womöglich auch schon passiert ist, wenn das Video online kommt. Ja, Bruno Fernandes kam, ist übrigens auch bei mir als Kapitän eingestellt. Das werde ich natürlich direkt mal ändern. Paul Pogba wird Kapitän. Und ich wollte eigentlich noch einen Ersatzstürmer. Da verrate ich aber nicht zu viel, denn das ist dann eine Angelegenheit für die Wintertransferphase. Und das waren soweit meine Transfers, genau. Ja, not bad. Also mehr auf Potenzial gegangen, aber auch Spieler mit gutem Rating. Ich meine, so ein Fernandes, Elli, die haben zwar alle jetzt nicht 90, aber schon sehr, sehr ordentliche Ratings und ordentlich Potenzial, um auf Richtung 90 zu gehen. Mal gucken, welche Variante am Ende die erfolgreichere sein wird. Ich bin gespannt. Definitiv. Und jetzt nochmal ganz kurze Frage hier. In der Offensive hast du auch nichts geändert? Doch, ich habe Di Maria geholt. Ah, Di Maria, okay. Ist der Stammspieler bei dir? Naja, 85. Ah, okay, gut. Ich dachte, ich gehe da mit Martial, Lukaku, Rashford. 4-3-3-Formation. Ja, ich habe aber auch noch ein bisschen Geld. Ich war trotzdem Assistenztrainer dafür zu wenig, dass den Rashford das auch spielen lässt. Das ist halt immer so ein bisschen kritisch. Ja, bei mir wird wahrscheinlich da Chong auf dem Platz stehen oder Bohui oder wie die hier heißen. Ja. Na gut, aber egal. Also, Transfers sind getätigt. Ja, geile Teams, sehr viel Umbruch. Du hast auch noch ein bisschen Geld oder bist du schon auch blank? Oder wie sieht's aus? Ich habe noch 80 Millionen auf der Bank. Ich
Hätte noch was machen können, aber zeitmäßig hat es dann auch nicht mehr so ganz gepasst. Ja, das war bei mir auch schwierig. Ja. Ja, ich habe noch knapp 44 Millionen, aber ich würde sagen, der nächste Schritt, 1. Januar, Wintertransferphase. Champions League gibt es natürlich auch, ja, ganz klar. Also für beide identisch natürlich die Gegner. Es geht einmal gegen die Young Boys Bern, weiter dann noch hier gegen Valencia und Juventus Turin. Ich denke, mittlerweile sind wir beide jetzt durch die Transfers auf jeden Fall Favorit oder Mitfavorit in der Gruppe aus Weiterkommen. Und ja, mit Juve zusammen. Ja, definitiv. Und am 1. Januar hoffe ich, dass ich zumindest weiterkomme. Du darfst gerne auch weiterkommen. Ich würde dir ja auch was gönnen. So ist es ja nett. Dankeschön, Dankeschön. Also, wir sehen uns am 1. Januar. 1. Januar, Wintertransferphase. Für uns ganz wichtig. Wir checken die Wettbewerbe direkt ab, Jungs. Ich bin echt gespannt, wie es bei Dennis gelaufen ist. Ja, ist in Ordnung. Ich würde sagen, achso, du bist schon auf der Premier League? Ja, ja. Okay, da bin ich jetzt auch drauf. Ja, bei mir ist tatsächlich auch in Ordnung. Mit deutlich weniger Punkte als noch in der Manchester City-Aufnahme. Da war ich, glaube ich, Zweiter mit 41 Punkten. Everton Erster mit 48. Jetzt ist Arsenal Erster. Ich bin trotzdem wieder Zweiter. Na, ich bin auch Zweiter, aber ich bin ein bisschen weit weg. 6 Punkte hinter Liverpool. Wie viele Punkte hast du? 39. Okay, ich habe 38 und bin ein Punkt hinter Arsenal. Also du bisher... Ja, moin! Ein... Oh, in deiner Ding wäre ich Erster mit meinen Punkten. Ach, Mann, ja, Alter, definitiv. Pech des Todes. Vielleicht habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Wobei. So, Carabao Cup. Carabao Cup. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da Glück hatte. Wir gucken direkt drauf. Ich hatte kein Glück, safe nicht. Nee. Nope. Nee, ich auch nicht. Wo beginnt das? Och, nee. Wo beginnt denn das? Runde 2. Sicher? Ja, also ich. Ich fühle mich irgendwie nicht in Runde 2. Echt nicht? Ich fühle mich nicht in Runde 2. Bist du in Runde 3 schon gewesen? Irgendwie schon, ja. Ah, das hatten wir doch auch mit City, dass wir mit City in Runde 3 waren, aber United unter anderem schon in Runde 2. Ja, ich bin doch jetzt United, warum bin ich denn nicht in Runde 2? Ja, okay. Mann, wow, ich bin in Runde 3 und hab direkt verloren im Elfmeterschießen. Ja, okay, ich habe in Runde 2 direkt im Elfmeterschießen verloren gegen Crystal Palace. Oldham United, nee, Oldham Athletic, die spielen aber in der 4. Liga. Gut, es ist ja noch schlimmer. Also beide hier keine Punkte, da sind wir schon mal weg vom Fenster. Miese Zeiten, miese Zeiten. Oh, jetzt FA Cup beginnt erst und Champions League. Ich bin gespannt. Ihr geht drauf. Okay. Lecker, lecker. Wie lecker? Sehr lecker. Och nee, bitte nicht. Sehr lecker. Bist du Gruppenerster geworden? Nee, ich glaube nicht, weil ich hab's... Ja, nee, Zweiter. Och du Scheiße, mit Ach und Krach. Ich habe gerade mal 7 Punkte geholt. Oh, ich habe 14 geholt. Solide weiter. Und im Achtelfinale geht's ran bei dir? Gegen Bayern. Gegen Schalke. Och nö. Ja, komm. Umgedrehte Welt. Ja, so. Komm. Schalke. Ich bin jetzt Schalke-Fan. Ja, weil ja. Du darfst hier keine Punkte mehr holen jetzt. Oh, warte. Was sehe ich da? Aha. Aha. Ah, nee. Schade. Okay. Trainer des Monatspreise. Hast du? Habe ich gehört. Ja. Hast du? Ja, einen, ja. Oh, ich hab 3. Nee. Drei? 3 Stück. Das ist ein Scherz, oder? Nee, das ist kein Scherz. 3 Stück. Ach, Trainer des Monatspreis. 3. Drei. Musst du so diesen Einspieler machen. 3. Ja, den mache ich auf jeden Fall. Den packe ich auf jeden Fall rein, ja. Oh mein Gott. Aber mein Team ist gar nicht so schlecht. Ich habe eine 85 plus. Also, oder im Kollektiv mal mindestens eine 85. Ja, bei mir 84 halt, ne? Und Azpilicueta ist absolut tot. Krankenwagen ist da. Ja. Er muss los. Wie lange fehlt der? 5 Wochen noch. Oh, miese. Ja, kein Wunder, dass wir nur Zweiter sind. Und Silva hat auch schon mal gut und gerne 2 Bewertungen verloren. Alles klar. Oh, so. Ja, gut, das. Ja, okay. Das ist so ein Stück weit das Negative von routinierten Spielern oder Eltern. Aber gut. Ja, aber er ist auch der Einzige, muss man sagen. Also bisher immer nur -1. Modric -1, Godin, Luis. Aber er ist so der Einzige, der hier direkt -2 geht. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Champions League wird wahrscheinlich jetzt entscheiden. Auch im Fake-Up und so. Ich bin echt mal gespannt, wie es läuft. Ich würde sagen, Wintertransferphase steht natürlich noch an. Ja. Genau, 10 Minuten Zeit. 10 Minuten, es wird, denke ich, was passieren. Und ich würde sagen, wo ist die Uhr? Hier, 10 Minuten steht bei mir. Bist du auch soweit bereit? Yes, let's go. Also Jungs, ihr habt es gerade schon mitbekommen. Wir haben eigentlich einen richtig geilen Kader, wie ich finde. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich noch groß nachlegen sollte. Vielleicht doch in der Offensive, ich bin mir nicht ganz sicher. Nochmal so eine richtige Granate, wir haben hier 64 Millionen, vielleicht verkaufe ich noch jemand und kaufe nochmal so eine richtige Maschine. Ich setze mich dran, 10 Minuten ist nicht viel Zeit. Ich denke aber, es sollte reichen, um noch den ein oder anderen Transfer perfekt machen zu können. Es ist nicht viel passiert, aber das, was passiert ist, war krass. Neymar Junior, 150 Millionen, neuer linker Flügel und natürlich absoluter Leader und zugleich auch vom Rating her der beste Spieler bei uns im Kader. Geld haben wir nicht mehr so viel, denn er bekommt, glaube ich, knapp 500.000 Gehalt bei uns. Gucken wir nochmal ganz kurz aufs Büro. 26 Millionen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hole ich doch noch einen Ersatzstürmer. Ich weiß jetzt aber gar nicht wen. So, 10 Minuten beginnen in 3, 2, 1. Los geht's. 10 Minuten Zeit in der Wintertransferphase.
um jetzt nochmal ein bisschen einzukaufen. Also ich muss mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir unbedingt Verstärkung brauchen. Der Kader ist ja an sich gar nicht mal so schlecht. Müsste mal gucken, vielleicht einen zentralen Mittelfeldspieler oder einen Flügel. Vielleicht könnte ich auch einfach mal Sanchez und Mata verkaufen. Ja, das ist der Plan. Wir verkaufen Sanchez und Mata und vielleicht noch so einen Fred oder so. Und dann läuft der Hase. So, da haben wir den wahrscheinlich ersten und einzigen Verkauf im Winter mit Alexis Sanchez, den wir für knappe 30 Millionen Euro an den AC Mailand verkaufen. Das katapultiert unser Budget auf etwa, genau, 100 Millionen Euro. Und damit wird jetzt ein Spieler gekauft. Oh mein Gott, Leute, dieser Transfer, ich hätte niemals erwartet, dass es funktioniert. Raheem Sterling kommt von City zu United. Eine unfassbare Verstärkung für den rechten Flügel. Der kann auf beiden Seiten spielen mit einer 88. Unfassbar, wirklich unfucking fassbar. Hätte ich niemals erwartet. Die Verhandlungen mit Pep waren nicht gerade einfach. 99 Millionen Euro haben wir letztendlich bezahlt für den guten Mann. Und so eine kranke Verstärkung. Echt richtig geil. Die Maria kommt dafür auf die Bank mit einer 85. Und ja, damit haben wir unseren einzigen Transfer für den Winter gemacht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Kollegen. Und damit, ja, war es das mit meinem Winter. Ich hatte leider keinen vollständigen Scouting-Bericht, was bedeutet, ich musste ins Risiko gehen. Ja, Nils Petersen ist der Einzige, der mir jetzt einfach spontan eingefallen ist. 20 Millionen ist wahrscheinlich etwas überteuert, aber wir brauchten noch einen Ersatzstürmer, denn sonst rennen wir da wirklich wieder nur mit so gefühlt Bronzenspieler hier außen rum. Und das war mir einfach zu schwach. Petersen, 78, ist jetzt zwar nicht das Beste, aber es hat gepasst und somit ist die Kaderplanung abgeschlossen und ich bin gespannt, wenn Dennis was gemacht hat, wen er noch geholt hat. Also, Wintertransferphase ist rum und bevor es in die Champions League geht, in die restliche Premier League-Saison und so weiter und so fort, wollen wir natürlich noch wissen, ob wir die jeweils eingekauften Spieler behalten dürfen und diesmal darf Dennis anfangen und sagen, wen er vermutet, dass ich geholt habe. Ja, du hast ja, glaube ich, was von wegen Backup-Stürmer erwähnt und so, deswegen glaube ich vielleicht... Ich bin mal mit einer Mischung gegangen aus ordentlichem Rating und Potenzial. Vielleicht hast du ja auch noch was verkauft, weiß ich nicht. Deswegen sage ich einfach mal Gabriel Jesus von Manchester City. Gar kein schlechter Gedanke, tatsächlich. Ja. Dennoch habe ich gedacht, ich verkaufe noch ein paar und habe auch noch ein paar verkauft. Ich glaube, lass mich nichts Falsches sagen, Sanchez, Martial für 97 Millionen, Sanchez für okay, über 35. Wo ja, und dann ist es tatsächlich Neymar geworden mit 150 Millionen Ablösesumme. Und alles als Ersatzstürmer, klar, völlig überteuert, weil der Scouting-Bericht noch nicht vollständig war, Nils Petersen von Freiburg. 78er alles klar, Rating. Der macht nochmal einen Karriereschritt zu Man United. Ja, definitiv. Verdient da nochmal ein bisschen Geld oder ein bisschen mehr Geld. Und genau, also das soweit auf jeden Fall zu meiner Mannschaft bzw. zu meinen Transfers. Und ich werde mir jetzt mal ganz kurz einen Gedanke machen, welchen Spieler du dir womöglich geholt haben könntest. So, wir wollen natürlich noch wissen, was bei Dennis gelaufen ist. Und irgendwie habe ich so im Gefühl, Azpilicueta vielleicht nicht mehr der Stärkste, vielleicht hat er da nochmal nachgeholfen oder Innenverteidiger. Ich bin mit einem sehr vielseitigen Spieler gegangen und gehe einfach mal davon aus, dass du womöglich Joshua Kimmich geholt hast, ja, der zum einen im Zentrum spielen kann, aber auch hinten rechts. Ja, ich weiß nicht, aber Kimmich ist auf jeden Fall mal mein Pick. Ist kein schlechter Gedanke, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Azepeng und ja, für 80er Bewertung, ich glaube Kimmich ist eine Bewertung besser, deswegen ja. Kimmich wurde nicht geholt, aber ich habe mir auf der rechten Seite was geholt, aber ein bisschen weiter vorne und zwar für den rechten Flügel wurde da nochmal ordentlich Geld für Raheem Sterling pulverisiert, nämlich 99 Millionen, aber er hat eine 88 und ist definitiv ein Upgrade. Auf jeden Fall, ja. Auf dem rechten Flügel anstelle von Di Maria und ja, beide dürfen ihre Spieler behalten, ist ja eine schöne Sache und ja. Ja, ich würde sagen, perfekt, alles abgeschlossen und wir gehen dann direkt an den 1. Juni in der Hoffnung, dass da vielleicht sogar noch ein Champions-League-Finale ansteht, um zu schauen, wer wie viele Punkte gemacht hat. Gut, Jungs, Saison ist zu Ende. Bei mir ist kein Spiel, ich weiß nicht, wie es bei Dennis ausschaut, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal chronologisch der Reihenfolge nach. Ich würde sagen, Premier League, beginnen wir. Ja, okay. Gehen wir auf die Tabelle. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin meilenweit 16 Punkte hinter Liverpool Zweiter geworden, leider. Okay, Zweiter bedeutet ich 19 Punkte, du 18. Genau. Ich denke, Karabauer hast du eigentlich gehabt? 78. 78, wow, Liverpool hatte bei mir 89, ey. Oha, gut, dann hast du, wie viele Punkte hast du dann? 73. Okay, also hier heißt es für mich 19, für dich 18. Karabauer Cup können wir, denke ich, überspringen, weil da war es ja bekannt, dass wir beide früh raus sind. Ja, 0 Punkte, läuft. Ja, 0 Punkte. FA Cup, wie schaut es da bei dir aus? Müssen wir mal gucken. Oh, Liverpool war auch hier im Finale. Haben auch schon Carabao Cup gewonnen. Ich glaube, ich bin in Runde 3, 4. Runde 4 bin ich ausgeschieden. Okay, alles klar. Und wo haben wir begonnen hier? Da war es bei Runde 3. Genau, ja, da habe ich tatsächlich eine Runde weitergekommen.
ja, ich habe gegen Preston North End 2-2 gespielt, dann ging es ins Wiederholungsspiel, 2-0 gewonnen, Runde 4 bei Aston Villa gewonnen, Runde 5 bei Bournemouth, Runde 6 gegen Arsenal, Halbfinale gewonnen, 5-0 gegen West Ham und Finale dann leider 1-2 verloren gegen Manchester City. Okay, das heißt, ich krieg einen Punkt und du kriegst 2, 3, 4, 5 Punkte. Mhm, genau. 5 Punkte hier, bedeutet mit meinen 19 von der Liga stehe ich bei 24 und du bist bei 19. 19, genau. Dann gehen wir auf die Champions League, wo ich glaube, bei dir einiges passiert ist. Tatsächlich? Ja, bei mir ging es tatsächlich nicht allzu weit. Also ich habe gegen Bayern noch gewonnen, tatsächlich. Ja, oha, nicht schlecht. Im Viertelfinale dann aber gegen Lyon verloren. Gegen Lyon. Oh. Ich hatte schon das Einfachste los, ne? Neben Liverpool, Aua. Atletico, Real, Barca, City, Turin. Krieg ich noch Lyon und verliere. Ich glaube, ich bin der unverdienteste Champions League-Sieger aller Zeiten. Nein, hast gewonnen. Ja, tatsächlich. Ich habe die Champions League gewonnen. Gegen Schalke durch die Auswärtstorregel weitergekommen. Mhm. Dann Neapel 3-2 geschlagen. Dann im Halbfinale, sieht man zwar jetzt nicht, aber auch ein, glaube ich, 3-3 durch Auswärtstorregel gegen Juve weiterkommen. Und im Finale 3-2 gegen Atletico Madrid gewonnen. Nein, das kann es doch nicht sein. Das heißt, 2 Punkte durch die Gruppenphase, 2 Punkte durchs Achtelfinale, 2 durchs Viertelfinale, 2 durchs Halbfinale. Das heißt, das sind 8 Punkte und das Finale gibt nochmal 4. Das heißt, 12 Punkte auf meinen Nacken. Das heißt, du stehst bei? 31. Okay, und ich stehe bei 28, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, ja, interessant. 28. Bedeutet also, das ist eigentlich schon gar nicht mehr machbar. Denn gut, es gibt ja noch womöglich hier eine Regelung, aber wenn du die Champions League gewonnen hast, dann hast du auch welcher Trainer des Jahres abgeräumt. Weiß ich nicht, muss auch gucken hier. So, meine Karriere als allerletztes. Mhm. Bin ich gespannt. So, sagen wir hier, okay. Wie viele Trainer des Monatspreise? 2. 3? 2. 2, ah, ich habe 3 gewonnen. Mhm. Und Trainer des Jahres? Nee. Okay. Gut, bedeutet, es war dann, glaube ich, in 30 zu 34? Ja, genau. 30 zu 34. Ja, knapp okay. Knapp bist du, ey. Ja, diesmal knapper auf jeden Fall als noch bei City. Das kann ich jetzt hier schon mal vorwegnehmen, wenn ihr jetzt mittlerweile hier schon am Ende angekommen seid. Aber guckt euch das trotzdem definitiv auf jeden Fall an. War an sich echt ein geiles Video trotzdem. Also, was ja, da alles mega passiert ist. Wir haben schon wieder die Champions League gewonnen. Das ist unglaublich, Mann. Jawoll! So ein Ding ist das nämlich. Ja, echt stark. Eine Runde vielleicht, eine Runde weiter und dann, oh, aber gut, ja, so ist es halt. Ja, GG auf jeden Fall an dich, Glückwunsch für den Sieg. Vielen Dank. Und mal kurz gucken hier, wer die Topscorer war. Ey, wie bin ich mit dieser Mannschaft Champions League Sieger geworden? Das ist so schlecht. Mein Top-Torschütze hat 14 Tore. 14. Wo? Bei allgemein? Naja, 14 Tore und 2 Vorlagen. Und es wird dann auch nicht besser. Dann sind es 13. Okay, ich habe 4 Spieler, die 13 Tore und mehr haben. Und der Rest ist kompletter Absturz. 6 Tore. Ja, okay, Modric hat noch 14 gemacht. Ein bisschen Difference Maker, aber 14? War es auch schon wieder hier. Modric war da bei dir irgendwie experimentell im Sturm, oder? Nee. Hat die Vorlage aus dem Mittelfeld gegeben. Ja, okay. Nee, perfekt. Also, da würde ich sagen, geht natürlich auch die Bestrafung wieder raus an mich. Ja, gleich doppelt gemoppelt, habe ich gehört. Ja, doppelt gemoppelt. Aber gut, daher natürlich, Jungs, checkt gerne auch Twitter auf jeden Fall bei Dennis ab. Ja, er muss zwar nichts verlosen, aber trotzdem könnt ihr abchecken. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und bei mir gibt es die Verlosung von einer weiteren 20 PSN-Guthaben, oder? Würde ich sagen, da wird Bescheid verstanden. Ja. Genau, ja, oder einfach ne, gucken, was die Leute da gewinnen, ob die Xbox oder PSN wollen. Genau, alles klar. Gut, dann war es soweit auf jeden Fall von dem Video. Ich würde sagen, bevor ich das Ganze hier beende, würde ich sagen, lasse ich dir nochmal so das Vorschlusswort, ja, wenn du Bock hast. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr interessantes Duell, vor allen Dingen, weil man wirklich so viel anders machen musste oder verändern musste eben. Und vor allen Dingen auch die anderen Wege, die man gewählt hat. Du eher eben mit so talentierteren Spielern, ich dann letztendlich eher mit den Routiniers, außer Sterling, der einzige, und Rabiot vielleicht, die einzigen beiden, die da so ein bisschen hervorstechen. War wirklich eine mega geile Sache, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennen solltet, könnt ihr den natürlich auch gerne abchecken und das Video, was wir gemeinsam aufgenommen haben. Und ja, ich verabschiede mich eigentlich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und ja, von den Leuten, die von meinem Kanal hier rübergekommen sind, lass den Chris mal ein Abo da, lass ihn mal die 10.000 voll machen. Und in dem Sinne lasse ich dir dann die schlussendlichen Abschlussworte.
Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, hier ein Video mit dir aufnehmen zu dürfen. Oder zwei sogar. Einmal für deinen Kanal, einmal für meinen Kanal. Und wie gesagt, Jungs, alle, die Dennis noch nicht kennen, ja, geht natürlich auf seinen Kanal. Findet ihr bestimmt auch hier über das i, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ja, das kann ich ja gut, das i nicht einstellen. Man kennt Aber das. Ja, es war eine mega geile Aufnahme. Es war definitiv extrem spannend. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und womöglich ist ja irgendwann nochmal die Möglichkeit da, das Ganze zu wiederholen. Ich brauche eine Revanche, weil eigentlich liege ich jetzt 2-0 hinten. Ja, wir gucken einfach mal, was die Zukunft bringt. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Video. Also, ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.